Mutter. Dankeschön, Yu. Ich mag dich auch sehr, glaub mir. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Wo sind Sie, Chef? Was tun Sie? Hey! Was ist? Nimmst du sie schon wieder auseinander? Naja, kaputter als kaputt kannst du sie nicht machen. Yuka ist immer noch nicht da. Ich bin ab heute für dein Futter verantwortlich. Also musst du ganz viel futtern, ja? Das reicht schon. Er ist doch kein Bernhardiner. Ich weiß nicht, was ein Bernhardiner ist, aber er ist ein Wunter, hm? Naja, fast. Sein Name ist Wunter, aber eigentlich ist er ein Hund. Du, Mayu? Ja, was ist? Es ist schön, nicht wahr? So zusammenzuleben. Ja. Wer ist das? Das ist nicht Lucy. Da ist noch eine andere. Die darf ich doch chatten, oder? Was ist? Was hast du? Sie kommt her, um mich umzubringen. Sie ist ein Diclonius, genau wie ich. Doch sie ist sehr, sehr böse. Und der nächste Stapel. Kein Zweifel. Das ist er. Bitte, Nana, beruhige dich doch. Ich spüre sie. Das heißt, sie kann mich auch spüren. Sie wird kommen, um mich zu töten. Ganz bestimmt. Sag mal, Mayu, wollte Yuka noch irgendwo hin, oder? Sie hat, glaube ich, nichts erwähnt. Sie hat mir gesagt, sie will Somen-Nudeln fürs Abendessen einkaufen, aber dafür ist sie schon viel zu lange weg. Somen-Nudeln? Das ist unser Lieblingsessen, weißt du? Und weil Nana es bestimmt nicht kennt, sollte sie es auch mal probieren. Nana, was? Wo willst du denn hin? Ich gehe nur ein bisschen raus. Nein, tu's nicht! Hab keine Angst. Ich verspreche dir, ich komme zurück. Schon allein, weil ich Somen-Nudeln kosten will. Nana! Er ist verliebt in sie. Das ist nicht mehr zu übersehen. Und wahrscheinlich war er das von Anfang an. Auf den ersten Blick. Und ich war so dumm zu denken. Eine Straßensperre? Das sind die Polizisten, die Kota im Krankenhaus verhört haben. Sie haben Enoshima komplett abgeriegelt. Möchte wissen, warum die so einen Aufwand betreiben. Da muss irgendeine Riesensache im Busch sein. Du hast es verstanden, oder? Ich muss innerhalb der nächsten 30 Minuten hier den richtigen Code eingeben. Tue ich es nicht, werden die Sprengkapseln in deinem Körper explodieren. Und wenn du irgendwelche Tricks versuchst, jagen wir dich sofort in die Luft. Ist das klar? Alles geräumt und abgesperrt. Wie ist der Status von Nummer 7? Sie ist... Sie ist bereits auf dem Weg hierher. Was? Sie kommt her? Dumm von ihr. Es wäre besser, sie würde weglaufen. Ich werde Spaß mit ihr haben. Komm, Mayu, du weißt doch irgendetwas, oder? Naja, ich, also, ich weiß nicht, wie das alles zusammenhängt, aber Nana hat gesagt, dass jemand gekommen ist, um sie zu töten. Sie zu töten? Und ich glaube, dass sie nur weggegangen ist, weil sie nicht wollte, dass wir bloß ihretwegen Schwierigkeiten bekommen. Sie hat mir nämlich gerade noch gesagt, wie glücklich sie ist und wie schön sie es findet, mit uns allen zusammen zu wohnen. Mayu, du passt auf das Haus auf. Huh?
Und wenn Yuka zurückkommt, dann sagst du ihr bitte, sie soll hier auf mich warten, ja? Ist gut. Aber was willst du machen? Wo willst du hin? Nana ist ein Teil unserer Familie geworden. Ich muss was unternehmen. Bis nachher. Gotha! Geh wieder rein, Yu. Na los! Ich mitkomm! Nein, du bleibst hier! Ich mitkomm! Du bleibst hier! Ich mitkomm! Gotha! Oh, da bist du ja wieder. Wo ist Gotha? Er ist weggegangen, weil... Ist irgendwas Schlimmes passiert? Gut, als wäre nie was gewesen. Gehen wir. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Ich tue das nur, weil ich Ihnen nicht schuldig sein will. Wo kann sie nur hingegangen sein? Wegen eines Übungseinsatzes der Spezialkräfte der Polizei wurde die Brücke nach Enoshima vorübergehend. Ein Übungseinsatz der Spinnenwohl. Die Insel ist damit nur noch aus der Luft zu erreichen. Sie ist tatsächlich von selbst gekommen. Sie ist viel kleiner, als ich gedacht habe. Hey, ihr habt mir erlaubt, das Mädchen zu töten. Das stimmt doch, oder? Ich schleudere ihr meine Arme entgegen. Das erwartet sie nicht. Sie kann von so weit weg an mich rankommen? Nein, nein! Hör auf, ich will das nicht! Sie ist wirklich lustig! Eine grausige Zeremonie zerbricht das Siegel, hinter dem der Junge vor langer Zeit die Vergangenheit eingeschlossen hat. Es ist ein Ball des Blutes, untermalt von den verzweifelten Schreien sterbender Menschen. Zu dieser Musik führen die ausgestoßenen Mädchen ihren Tanz auf. Einen Tanz des Hasses, der Rache, der Trauer und der verschmähten Liebe. Elfenlied, Teil 12. Taumeln.